Hallo, ich bin mal wieder aktiv auf YouTube. Ja, es kam schon längere Zeit nichts mehr. Das habe ich auch langsam gemerkt, weil irgendwie habe ich vergessen, dass ich noch Videos zu machen. Und einerseits ist es jetzt halt blöd ab heute draußen irgendwas zu filmen. Weil erstmal ist es regnerisch, dann sind Gewitter gemeldet, dann ist Starkregen gemeldet, ist es ein Sturmtief heute und die nächsten Tage vorhergesagt. Und ja, deswegen weiß ich halt nicht, über was ich drehen oder auch machen soll. Genau, falls ihr schon mitbekommen habt, ab 18. April dürfen alle Hausärzte Leute impfen. Das habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass das ab Mitte April, dass das genehmigt ist. Und so viel wie ich auch gehört habe, soll bis Herbst 80% der Bevölkerung geimpft sein. Das hört sich schon mal gut an. Bin auch sehr froh darüber, weil wenn wir das nicht schaffen, dann würde wahrscheinlich im Sommer oder auch im Spätjahr noch mal eine dritte Welle kommen. Man weiß ja nie, weil wir haben ja schon zwei oder mehrere, sogar noch mehrere Mutanten Coronaviren. War nicht da, dass es noch mehr Mutationen gibt und dann nochmal die dritte Welle bekommt und dann nochmal alles runterfahren muss. Ich finde es auch gut, dass auch das, da, ich finde es auch sehr gut von unserer Bundesregierung, dass sie gesagt haben, dass man das so machen kann mit den Impfungen ab Mitte April. Und ja. Also, ich finde es schon, wie ich gesagt, richtig, richtig gut. Und, ja. Und, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, was ich jetzt sagen soll. Ist mir gerade ein bisschen peinlich. Ah ja, es gibt auch viele Kritiker, die wirklich auch Angst vor der Impfung haben. Kann ich auch verstehen. Es gibt Leute, die haben einfach Angst, wenn sie geimpft werden. Die haben einfach einen so großen Respekt davor. Oder wissen nicht, wie die Nebenwirkungen sind. Ich habe dafür auch volles Verständnis, weil ich bin irgendwie auch am Zweifeln, ob ich mich traue, gegen Corona impfen zu lassen. Es ist halt für ältere Menschen ist es wahrscheinlich auch noch eine größere Überwindung. Ne? Also ich will nichts Schlechtes oder was Böses da sagen. Also ich habe da wirklich volles Verständnis, wenn die Leute Angst davor haben, sich impfen zu lassen. Das ist sogar richtig, wenn man richtig, weil man sich einfach im Moment Gedanken macht, ob das wirklich gut tut oder nicht. Also man hört ja auch berichtet, dass die Impfung gut angeschlagen hat. Und ja, an dem Punkt beende ich das Video und melde mich dann irgendwann nochmal. Tschüss.